kannst du nicht mit mir machen. Das, nee, bei aller Liebe, bist du wahnsinnig. Oh, na. Boah. Kannst du nicht machen, ich bin 57. Hast dich aber gut gehalten. Ja, danke. Aber das war scheiße, war das. Udo, ich dachte, wir wollen den Tresor festmachen. Mir sucht das Werkzeug zusammen. Oder soll ich den Tresor in der Wand festkloppen mit dem Kopf? Guck mich doch nicht so böse an. Ja, ist doch wahr. Das weißt du doch. Wir müssen einen Bohrer haben, damit ich die Dübel da reinsetzen kann. Dübel. Mehrere. Zwei. Dübeln. Ich hab dir letzte Woche schon gefragt. Kriegt dein Gehirn eigentlich Arbeitslosengeld? Ja, was brauchen wir jetzt? Eine Brisa... Eine Brisa... Eine brasilianische Samba-Tänzerin, die mir dabei hilft, den Tresor reinzutanzen. Brr. Ja. Oh, boah, ich krieg eine Krise. Warum ist das alles so? Wirklich, deine Gehirnzellen, die müssen doch wirklich schon langsam sagen, heute ist ein 10., heute gibt es ein Arbeitslosengeld, oder nicht? Ja, weil du vor mir stehst und mir so dumme Fragen stellst, dann komm ich, dann linke Zelle, nee, rechte Zelle, ja, kameramäßig ist das ja links, rechts, das kommt im Ruhigen an. Warte. Linke Zelle, rechte Zelle. Die wissen dann nicht mehr, was sie gegenseitig tun. Dann ist die linke Zelle schon schneller mit dem Rad unterwegs als die rechte Zelle. Oder der hat mir doch in der Sammlung gefehlt. Ich bin aus dem Bett gefallen, weil irgendwie so ein Mensch hier durchs ganze Dorf bölkt. Wegen einer Gehirnzelle hier und die andere Warte da. Warte mal, wenn ich deine Stimme jetzt so höre. Hast du ja gestern einen reingeordnet? Aber sowas von. Wo warst du denn? Ich hatte Training. Hast du nicht gestern gesagt, ich trinke heute nichts? Ja. Nur saufen. Ich habe mir das gleich gedacht, als ich heute Morgen mit dem Auto angekommen habe. Trecker blieb stehen. Da wusste ich gleich schon wieder Bescheid, was ihr wieder veranstaltet habt. Du, jetzt lass uns mal. Nee. Andere Leute würden fahren, wir lassen unsere Geräte schaffen hier stehen. Ja, und wenn ich das dann sehe, dann will ich erstmal eure Leergutsammlung da wegmachen muss, ne? Da war vorher schon geklärt. Ja, da war nichts geklärt. Alles schön zusammengestellt. Ja, ja, da war mir klar, dass ihr alles wieder zusammen. Ja, das stimmt, zusammengestellt. Ja. Aber warum wird das nicht nach oben gebracht? Weil das nicht nach oben gehört. Klar, es muss da unten bleiben. Dann musst du doch ins Kofferraum parken und gleich wegbringen. Ja, natürlich. Mir ist Platzwartung und kein Glassammler. Das blute ich auch noch, weil mir den Bohrer da reingesteckt hat. Ja, zeig. Scheiße. Sag mal her. Wie hast du das denn jetzt wieder? Ja, der Spitze! Da rein! Genau wie damals bei deinem Bein, wo du da in den Bohrer reingelaufen bist. Hey, wie kriegt man das denn hin? Ja, weil er da. Ich hab mich erschrocken, dass er da auch mal stand mit seinem. Ja, natürlich. Astralkörper da. Junge. Junge, Blut ist das! Nur saugen und randulieren, aber Fußball spielen, das könnt ihr am besten mit dem Flummi, weißt du? Der flummt nämlich auch so, wenn ihr schießt. Rechts, links, nach oben und keiner steht da und kann den Pass annehmen. Ihr macht jetzt erstmal erste Hilfe. Ich will das ganze Blut da nicht oben irgendwie verteilen. Dann krieg ich da auch noch Ärger. Wir müssen die Wunde desinfizieren, Udo. Ja, desinfizieren. Hau ab! Hey, bist du bescheuert mit Terpentin oder was? Der muss doch sauber gemacht werden. Ja, ich sauber dir gleich ein. Oh. Ja, wir fliegen hier gleich noch zum... nach Tumbuktu. Ich desinfiziere dir gleich ein. Was? Leck mich am Arsch so. Ich kann das nicht aussprechen. Und jedes Mal wird darauf... Udo, das muss aber wirklich desinfizieren. So, jetzt hör auf, ab. Wir müssen Tresor machen. Udo, das muss aber wirklich desinfiziert werden. Kevin, kannst du den mitnehmen? Oh Mann, der hat jetzt hier nur mit gehirnlose Objekte zu tun. Udo, wir müssen das wirklich desinfizieren. Ich desinfiziere... Ich schmier euch gleich eine. Und dann seid ihr desinfiziert. Boah. Leute, kann ich jetzt den Tresor jetzt an der Wand machen? Sollen wir deinen Finger noch im Desinfizieren? Nein, das brauchst du nicht. Ich bin jetzt ganz ehrlich, ich will auch nicht immer fluchen. Nein, sehr geehrte Erziehen. Oh, Earl of Raude. Das braucht nicht defizitieren. Das braucht nicht sauber gemacht werden. So, ich kann das nicht aussprechen. Was sind das für Bohrer? Das sind... Holzbohrer, da kannst du gut durch die Wand kommen. Wenn es ja Riegelplatten sind und da kommen ja Spezialschrauben rein, dann kannst du die nicht rausreißen. Also muss ich das Loch dann größer bohren, dann kommt der Dübel rein, da sitzt eine Schraube drin und dann schraubst du das auseinander und dann geht der Dübel hinten auch auseinander und dann kannst du das nicht rausziehen. So, das habe ich schön erklärt, auch wenn der Kevin Habers da wieder so steht und mit deinem Kopf, als wenn er ein Nackeldackel ist oder was wieder heißt. Nee? Wackeldackel. Ja, Wackeldackel. Nee? So steht er da. Oh, hau ab. Nein, das ist kein wie heißt das jetzt auch noch? Da hast du auch noch genannt. Windbeutel. Ich habe keine Sahne da. Ich hau den gleich, den Kevin, so einen am Back.
Oh, Leute, seid ihr eigentlich noch ganz dick jetzt? Raus! Weil ich aggressiv bin, weil ihr mich richtig verarscht hier. Die Lampe ist an. Du hast die Tür doch schon zugehauen, fast. So, kommen wir her. Ihr schleppt hier alles an und ich soll das dann anschließend wegräumen. Nein. Jawohl. Sag mal. Nee, du lachst über jeden Scheiß. Zuschauer, wie versprochen, baut mir heute den Tresor an, fachmännisch und gewissenhaft. Wenn du mir in aller Ruhe arbeiten lässt, dann garantiert dir, ist das ganze Projekt in 10 Minuten erledigt. In 10 Minuten erledigt. In 10 Minuten erledigt. Fängst du an, mich dazwischen zu funken und mich nervös zu machen, dann kann ich für nichts garantieren, dass die hier, dass die, dieses Büro so bleibt, wie es ist. Wieso mir das machen muss, das will ich euch ganz kurz erklären. Tresor, Metall. Mir ist mit Metall verheiratet. So, deswegen musst du das machen. Ja, jetzt brauche ich erstmal einen Stift. Welchen willst du denn haben? Das ist mir doch so was von egal. Hauptsache, ihr macht einen Punkt. Bitte, du nimmst doch den, der ausgepackt ist. Ja, dann möchtest du noch einen Zeichenblock haben? Nein! Warum nicht? Ich muss nur den Tresor daran machen. Mach keine Wissenschaft, hier ist nur ein Tresor am Bau. Ja, bei dir ist das eine Wissenschaft. Ich sag, das habe ich jetzt gerade gemeint. Ich kann wieder nicht in Ruhe arbeiten. Tresor anbauen mit System mit Udo und Diebstahlschutz. Was ist das? Das ist die Rückwand vom Tresor, ja? Und wo ist die Wand von der Wand? Die ist dahinter, denn. Ja, da musst du dich ja auch mal. Nee, die kannst du nicht anmalen. Ja, natürlich. Nein, Tresor mal ich. So, und hier sitzt ein Loch und da sitzt ein Loch. So, jetzt gehe ich mit dem Stift dabei und zeichne hier einen Punkt an und da einen Punkt. Dann nehme ich den Akkuschrauber mit dem großen Bohrer und dann kommen die Dübeln anschließend rein. Was machst du mit der Wand? Mit der Wand mache ich gar nichts. Ja, was ist mit Diebstahlschutz? Ja, die sitzt dann fest. Das ist dein Diebstahlschutz. Ja, und vor allen Dingen, wir haben einen sechsfachen Schließmuskus, wie heißt das jetzt auch noch, Schließzylinder da drin und da kommt keiner rein. Und wenn jemand reinkommt, der nimmt einen Akkuschrauber, mach das Insektenhotel frei, was du da gleich bohren wirst. Wie willst du denn den Akkuschrauber im Insektenhotel, wenn der Ding zu ist? Kommst du nicht an den Schrauben ran, du Dussel. Aber das ist das nämlich. Und darum haben sie mir das anvertraut, dass ich das machen soll und nicht du. Weil du hättest nämlich die Schrauben hier oben irgendwo durchgejagt, dass du rankommst. Du weißt doch gar nicht, wo der hin soll, der Der soll hier hin. Wer sagt das denn? Ja, habt ihr beiden doch vorgestern noch zu mir gesagt. Nicht links, sondern rechts. Was machst du hier? Ich möchte von Udo so Permanentstifte haben, die man für die Taktiktafel, wo man was draufschreiben kann und die man wieder abwischen kann. Aber so clever wie Udo wieder ist, sagt er jetzt, ich kann es ja an Edding nähen. Aber Edding kriegt man nicht wieder runter. So, und jetzt sage ich euch nochmal, ich bin hier nur der Platzwart. Ich bin nicht irgendwie, dass ich hier alles Manchmal habe ich das Gefühl, du bist Mutter Teresa aber auch. Ja, Mutter Teresa hin oder her, ich weiß es nicht. Liegt. Dann müsst ihr Wilfried fragen. Ja, Wilfried habe ich schon gefragt. Ja, der was sagt Wilfried? Der sagt, nimm Edding. Ja. Das ist so ein Test, Ludwig. Nimm Edding. Ich hab noch nicht dran gelötet. Das ist doch nicht normal. Ganz ehrlich, Udo. Ganz ehrlich. Das ist doch eine Beschreibung, bei dem man das Ding dran macht, oder nicht? Udo? Ja. Denk daran, dass du weiße Handschuhe anziehst. Das ist wie eine Operation, ne? Im OP. Mir gibt dir gleich eine OP. Aber sowas von der Zahn. Da braucht man Fingerspitzengefühl und Ruhe. Den Fingerspitzengefühl habe ich, da habe ich schon. Was hast du da denn wieder gemacht? Ja, wir haben mit mir den Bohrer selber in der Hand gehauen. Oh ja, es ist nee, echt. Den gibst du 3 Euro mit, der verliert 4. Nicht normal, ehrlich. Der Typ. Geiler Typ, Udo. Ja, du musst sagen, geiler Typ. Willst du mir erklären, was du machst, Udo? Ich gucke ins Zelt! Nochmal. Ich hab den Punkte da dran gemacht. Jetzt hör auf! Mit dem Kugelschreiber. Ja, so, hier, hör auf. Tada! Oh, was ist da entstanden? 2 blaue Punkte. Was soll das denn sein? Ja, das sollen die Bohrunglöcher sein. Mal wieder gucken. Das müsste eigentlich passen. Denk drüber nach. Ja. Warum soll ich darüber nachdenken? Das Loch muss groß sein, dass ich den gleich reinhauen kann. Du hast ja sogar eine Taschenlampe. Bist du sicher, dass da keine Stromkabel sind? Nee. Ich hab mir gedacht, jetzt kann ich nochmal nach hinten hin. Warum? Jetzt
muss ich Betonbohrer haben. Wieso nimmst du nicht von Anfang an Betonbohrer mit? Nein, weil hier Liegeplatten dran sind und jetzt dahinter ist die Betonwand. Ja, aber das wusstest du doch vorher. Ja, aber ich dachte, der Hohlraum wird länger. Da fängst du schon mit an, Udo, ich dachte. Ich dachte, ja. Die Wand ist auch genau da, die nimmt auch genau so viel. Welche aus. Wand? Was baue ich dran? Ein Tresor. Ja, das ist keine Unterhose oder was, die hat eine dickwändige Wand, hat die hinten. So, und die muss ich ja dazu rechnen. Verstehst du mich? Ja. So, und dann müsste das passen. Und jetzt? Jetzt hole ich die Schraube raus. Natürlich ist es zu klein. Ja, du hast doch gesagt, das passt. Ja, der Bohrer ist zu klein. Ich habe keine Größe. Das ist die Größe, was ich habe. Also, was heißt das? Ich finde das echt traurig, Udo, dass du nicht erklärst, was du machst. Ich suche jetzt den Bit dafür, dass ich den gleich reindrehen kann, die Schraube. Und den habe ich jetzt gefunden. So, jetzt kommt der Bit da ran. So. Danke, dass du uns diesen Arbeitsschritt erklärst. Ja, so. So, jetzt hast du einen Arbeitsschritt gehabt, indem du das abgefegt hast hier und in die Mülltonne. Und wenn du jetzt das auf den Boden gemacht hättest, hättest du drei Arbeitsschritte. Hier weg auf den Boden, von da auf den Fäßeschöpf und von da aus zum Mülleimer. Ja, jetzt hast du aber auch zwei Arbeitsschritte. Nee, jetzt habe ich zwei. Du musst ja trotzdem zum... Ja, aber habe ich einen Arbeitsschritt weniger. Ach so. Tresor. Das Ding ist so schwer. Ne? Ich hätte was sagen können, ich hätte dir geholfen. Ja, wie willst du das denn, wenn du filmst? Ja, wir haben frei dann. Ja, das kriegst du auch gerade noch hin. So, passt. Kann ich das mit der Hand reinschieben, ne? Das gibt's nicht, ne? Raus. Nein. Natürlich kann man das rausnehmen. Nee, aber runterlegen. So. So, jetzt tue ich erstmal wieder. Kannst du mich... Warte, ich mach dir Licht. Ja, mach ihm Licht. Ja, kommt der nicht! Ja, ich hab keine Taschenlampe. Ich hab keine Taschenlampe. Geh einfach weg. Was machst du jetzt da? Ich suche die brasilianische Tänzerin, die sich vielleicht in der Wand versteckt hat. Ich versuche, die Schrauben reinzukriegen. Und wurden doch mit dem Safe mitgeliefert. Ja. So. Hält. Kannst auch nicht warten, ne? Du hast doch gesagt, passt nicht. So. Fertig? Dann reißt der mit dem... Ja, Udo, was ist das denn für ein Safety? Den kannst du ja so rausziehen. Ja, hab ich doch gesagt, die Schrauben, die Dübel sind nichts Vernünftiges. Achso, du hast doch gerade gesagt, passt. Wir müssen dicke Schrauben reindrehen, dass der noch weiter auseinander geht. Aber das sind doch die Schrauben, die zum Safe dazugehören. Ja, aber nicht für... Nee. Nein, das sind keine Schrauben für den Safe. Das sind die Schrauben... Ja, warum benutze ich die nicht? Weil das keine Riegedübel sind, die reißt du so wieder raus. Weißt du ja, die hast du jetzt ja auch so wieder rausgerissen. Was ist jetzt das Problem gewesen? Die Dübeln, die hier rein sind, das sind ja Spezialdübeln. Ja. Die gehen aus der Wand raus. Und die beim Tresor dabei waren, die passen da nicht rein, weil da sind keine Rigips-Dübeln. So, jetzt machen wir Folgendes. Jetzt nehmen wir die Dübeln. Warum schweißen wir das nicht einfach hier? Das geht nicht! Und wir nehmen die Dübeln jetzt. Und nehmen eine dicke Schraube, die für den Tresor gedacht sind, weißt du, und dann dreht er dann noch mehr auseinander. Ja, man hätte es ja von Anfang an nehmen können. Ja, ich dachte, erstmal nimmst du das, und das geht auch Udo, nicht. Ich dachte, damit fängt es an. Das geht auch nicht, weil da gehen die nicht. Die sind zu lang. Jetzt kann ich Schrauben suchen, die hier dran passen. Ich habe, weißt du, ich habe irgendwann habe ich die Schnauze. 10 Minuten brauche ich dafür, ja. Ja, weil ich nur den letzten. Guck hier, das sind, so, die sind noch nicht mal auseinandergegangen. Hier. Weil ich bin kein Handwerker, ne? Nee, aber ich hätte die Schraube doch vorher reingesteckt und das geprüft. Was ist, Udo? Nix, ich hab gar nichts. Udo, bleib genauso, ganz kurz. Hau ab! Warum haben wir den nicht einfach in die Wand eingelassen? Ey, willst du hier das Bauwerk zerstören, oder was?
Du würdest ja machen. Du kommst nur so ein Stück in der Wand. Problem ist, die Dübel drücken nicht auseinander. Du musst eine dicke Schraube haben. Die Schrauben sind zu lang dafür. Weil, der geht hier hin, zack, fertig. Und weiter kannst du nicht drehen. Siehst du? Ja, aber wie löst du das Problem? Indem ich jetzt eine Nummer dicker hole von den Schrauben. Und wo holst du die? Ich guck gleich in der Werkstatt. Ich kann mich jetzt schon wieder daran erinnern. Darf ich eine Einschätzung abgeben? Ja. Du gehst gleich in die Werkstatt, findest nicht, machen wir nächste Woche. Nee, ich würde den fertig machen. Die Dann lass ihn noch festschweißen. Dann, wo willst du dran schweißen? Ja, irgendwo, wo Metall ist. Ja, du hast, weißt du mal, du hast so einen Sockenschuh, dass du denkst. Der dürft nicht auseinander. Mach mir hier einfach wahnsinnig, weil nichts funktioniert. Und wenn ich die dran setze, siehst du, der vielleicht drückt er auseinander, aber der geht nicht ganz rein. Der verschwindet sogar. Jetzt ist die Dübel weg. Jetzt muss ich den ganz vorsichtig. Jetzt siehst du, jetzt ist er ganz weg. Das sind nämlich die Spezialschrauben dafür. Dübeln meine ich. So, der ist jetzt weg. So, und jetzt muss ich irgendwie sehen, dass der sich mehr auseinanderwinkelt. Theo hatte immer recht, Udo. Was denn? Wer einmal fuscht, fuscht immer. Ja, Theo hat gleich nicht mehr recht. Und du, weißt du, das Schönste ist ja, mir fuscht. Ja. Gut. Aber wir arbeiten. Ja, aber du fuscht dabei. Wenn du nicht so reißen müsst, dann wäre das erstmal provisorisch lang gewesen. Und wenn die Zuschauer hätten es gut gesehen, ausgesehen. Aber nee, da kommt Herkules und spielt ja ruhig mit und reißt den Scheiß von der Wand ab. Du hast auch noch gesagt, Held. Ja, weil ich dann ganz vorsichtig angezogen habe. Der nimmt den nicht auseinander. Und der ist zu dick. Was machen wir jetzt? Ja, ich muss jetzt in da hinten hin. Ich muss eine Schraube suchen, der den Dübel auseinanderdrückt. Lass mich einfach jetzt in ganz kurz, so 5 Minuten alleine, dass meine Gehirnzellen sich das ordnen können und ich finde die richtige Schraube. Das wäre ganz wichtig. Ich habe so schönes Werkzeug gekriegt. Jetzt war ja da unten die Bauvorhaben, ne? Überall liegt mein Werkzeug. Der Koffer, der ist halb voll nur noch, weil ich es überall verteilt habe. Und wer kriegt den Endeffekt wieder Schuld? Mir. Jedes Mal dieselbe Scheiße. Sag mal den Koffer. Ja, hier. Aber du wolltest doch Schrauben holen, wieso holst du einen ganzen Werkzeugkoffer? Ja, weil ich jetzt was anderes mache. Ich tu die Originalschrauben da jetzt rein. Aber hier kannst du nicht vernünftig. Weil alles auseinandergerissen wird. Und dann heißt das wieder, Udo, wie sieht dein Werkstatt aus? Ja, weil die Leute einfach nicht mitdenken. Will ich wieder Licht machen? Nein. Ich brauch kein Feuerzeug. Ich hab die Schnauze echt voll hier. Ich dachte, das dauert nur 10 Minuten. Ja, das dauert auch nur 10 Minuten. Videotitel, Tresor anbauen mit System in 10 Minuten. Das Video dauert aber 30 Minuten. Ja, was soll ich da denn machen, wenn er hier nur Trockenbau ist? Aber das wusstest du doch vorher. Ja, und ihr habt doch die Dübeln besorgt. Die hast du mitgebracht. Wer hat die mitgebracht? Ich nicht. Ich auch nicht. Frag Wilfried mal nicht, wer den mitgebracht hat. Kann nicht wahr sein, dass hier so ein Aufwand ist. Hätte ich jetzt Betonwand, wäre ich schon längst fertig gewesen. Funktioniert's? Kannst du einmal warten, ich hab doch nur bis gefragt. Ich sage, wirklich ist drin. Okay. Wann sagst du das ungefähr? Leute, bei aller Liebe. Ihr sagt ja immer, das ist gespielt, das ist alles vorher einprogrammiert, das ist nicht einprogrammiert hier. Das ist wirklich das tägliche Leben mit Wilke, wenn du mit Wilke zusammenarbeitest. Nun, hau die Schraube da rein. Die hau ich nicht rein, die muss reingedreht werden. Ist halt geil, mit dir kann man aus Tresor anschrauben, was jeder normale Mensch in 10 Minuten macht, eine Trilogie drehen. Ja. Verrückt, Mann. Der hat sich gegen mir verschworen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Tut mir leid. Entweder sind das die verkehrten Dübeln oder was? Ich weiß es nicht. Liebe Zuschauer, mir weiß kein Rat mehr. Das ist eine Trockenwand. Mir hat jetzt Spezialdübel die Zeit. Oh, Satan! Ich zeig euch
aber dann mal, die sollen ja eigentlich hier auseinandergedehnt werden, denn das hält denn ja. Aber ich verstehe ja nicht, der hält nicht, der reißt gleich wieder raus. Kann mir einer einen Rat geben? Dann mache ich das auf dem Ratschlag mal ein Video zu Ende, dass das wirklich funktioniert. Also mir ist jetzt ratlos und du hast eh keinen Rat, weil du genauso ratlos bist. Ich hätte das auch festgespeist. Ja, an Trockenwand. So, tut mir wirklich leid, dass ich das Projekt jetzt nicht geschafft habe, aber ich bin wirklich ratlos. Schreibt bitte alle in den Kommentaren, wie kriege ich den Tresor an der Wand am Rigips fest. Bitte genaue Erklärung, dass mir das umsetzen kann, weil das ist hier gehirnlos ist dann. Ich habe da keinen Bock mehr. Ich bin auch genau ein Typ, der nicht aufgibt, aber da kann ich jetzt aufgeben. Jetzt kriege ich den Schrauber auch noch nicht raus. Ich krieg jetzt die ganze... Der geht nicht auseinander. Der geht einfach nicht auseinander. So. Ich weiß es auch nicht mehr. Ich habe da ein riesen Loch drin. Da kann Japan hier, kann er durchmarschieren. Geht nicht. Das Problem ist, das Loch ist viel zu groß. Mhm. Der Dübel kann sich nicht dehnen, auseinanderdehnen. Ja! So! Nein, das ergibt keinen Sinn. Der Dübel dehnt sich. Ja, aber der dehnt sich, aber das Loch ist einfach zu groß. Das Loch ist zu groß. Kann doch gar nicht, der passt dem Ding doch gar nicht hin. Der muss doch den Durchmesser haben. Du musst viel mehr mit dem Loch bohren. Ja, natürlich. Und der Haus kommt drin und dann bleibt der Hals drin. Das haben wir hier gemacht. Du wirst nur, die kannst du nicht dehnen. Sonntagmorgen hier ein Auto machen. Ich weiß gar nicht, was ein Auto ist. Jedes Mal dieselbe Kacke hier, Sonntagmorgen. Dann kommt ihr auf solche Trichter. Wir müssen Aufnahmen machen, Outro-Aufnahmen. Ich hätte wohl ein Auto, aber doch kein Outro-Aufnahmen. Mein Gott, nee, Sonntagmorgen, wo ich normalerweise mit Bildchen zum Frühstücken schön am Tisch sitze. Jetzt soll ich auch noch Trecker rausholen, oder was? Sonntagmorgens hier einen Trecker rausfahren, damit mir der Nachbar noch mehr auf den Schlips geht. Also, ey, weißt du, der hat mir noch mal mehr lieb als sonst was. Das ist so was Blödes, habe ich nicht gesehen. Ja, jetzt fahre ich hier durchs Auto. Ich fahre durchs Auto. Hier, Auto. Na, liebe Zuschauer, danke, dass ihr unser bescheuertes Video immer anguckt. Teilen und liken. Und Daumen nach oben lassen für so was Bescheuertes. So, jetzt muss ich umdrehen. Ah, ja, Gott, nochmal. Das ist die ganze Scheiße hier. Schaut einfach mal in unseren Shop vorbei. Da unterstützt ihr unseren Verein mit. Also ist ganz lieb von euch. Und wie gesagt, das Video immer schön teilen und liken. So, und jetzt fahre ich in die Garage. Jetzt kannst du mich mal am Arsch lecken. Ich will jetzt nach Hause mit meinem Video frühstücken. Nein. So was Bescheuertes, so ein Heckmeck hier am Sonntagmorgen machen. Kriegst du noch eine Krise hier?